Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Niveaulosen Kommentarsgeplauder und Gelike, Gefrage und so weiter und so fort. Nein, natürlich, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich weiß mal ein bisschen nachfahren. Hab dann mal hier ein paar Dias gefunden. Hab die mir zilkreich abgebaut und verdreifacht. In der Hoffnung, wir dürfen dann jetzt mal endlich weitermachen. Gehen dann wieder auf den Mutatron. Auf den Mutatron. Und machen dann hier beim Advanced Mutatron den zweiten Genetics Prozessor fertig. Sehr schön. Hä? Achso. Ich wollte schon gesagt haben. Ich falle jetzt gleich nicht schon wieder zum Urlaub ab. Was? Sag mal, würde ich das... Hä? Ach, ich bin doch... Ja, tschüss Minecraft. Ich starte mal kurz das Spiel neu. So, heiter geht es weiter. Und... Was ist jetzt da unten los? Hier... Ach... Ich habe das Spiel neu gestartet. Okay. Also, es gab anscheinend gerade ein Problem mit dem... mit der Mobfarm. Da gab es gerade ein Skelett, was nicht gespawnt werden konnte oder so ähnlich, aber gut. Auf jeden Fall. Ich habe es ja hier noch einen zweiten Genetics-Prozessor gehabt. Dann machen wir den jetzt mal fertig. Und haben den Advanced Mutatron. Bevor ich den jetzt aber platziere, lege ich mir gerade schlafen. Boah, da habe ich aber gerade echt schon Pipi in der Hose gehabt. Ich dachte jetzt, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Ich habe echt schon gedacht, dass ich jetzt das Let's Play abbrechen möchte. Ich habe echt nachgeguckt. Was? Wieso der nicht starten möchte? Gut, die laden sich erstmal was auf. Ist zwar langsam, aber. Okay. Jetzt habe ich auch gerade nur ein paar reduzierte FPS, aber gewaltig. Ich glaube, das kommt halt nach der Zeit mal mit so einem Modpack, da kannst du ja nichts machen. Aber okay. Wenn das nichts geht, dann muss ich halt dann mal schauen, dass ich. Abänder. Auf jeden Fall, wir brauchen für Gendosphere brauchen wir das sogenannte Mutag. Das hat ja glaube ich schon mal gezeigt, wie das hergestellt wird. Das kann man aus Uranium 235 machen. Lowstone, Redstone. Ich wollte das aus so einem Uranium-Block machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn ich das so zwei, dreimal mache. Machen wir mal 5 und packen die da rein. Mutagen sollte ja echt kein Problem sein. So viel brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht. Da packen wir jetzt nicht in den Transportator, sondern in den Mutagen Producer. Und der sollte sich dann locker flockig mit Mutagen auffüllen. In der Zwischenzeit können wir uns mal anschauen, was für Bienen wir eigentlich wollen. Ich frage erst gar nicht. Was machen die Dark in der Drone? Oder die Queen? Shadow kommt. Obsidian, das. Nee, das ist es nicht wert. Glutines. Wir brauchen irgendwas Besonderes. Irgendwas, was. Spatial. Ich habe auch wieder was falsch gesucht. Ich wollte ja nach Queen. Daneben noch Princess. Hauptsache, wir haben etwas.
Mary Princess? What? Frozen. Machen wir das mal anders. Schauen wir uns mal die Comps an, was wir da kriegen können. Okay. Mellow, Mossy, Porsche, Silky, Dripping, Surtos, Dusty, Shimmering. Was bringt die Shimmering? Enderpearl, das ist auch nicht so wirklich das Wahre. Das ist Baron Kong, normal. Na, da ist ja richtig schlecht, richtig schlecht. Ich glaube, wir machen uns mal die Glowing. Ja, das sollte eigentlich genügen. So ein bisschen Glowstone, das müssen wir nicht immer für den Nether latschen. Finde ich recht cool. Was wir aber als erstes brauchen, sind ein paar Genetics Lab Rare. Die gehen wie folgt. Wir brauchen Glasspane und ein Dia. Da wollte ich mal schnell so ein Deckel machen. Die kommt da oben rein und dann können wir uns hier die Biene rausnehmen. Dann nehmen wir uns hier für die Glowing Drone. Brauchen wir eine Fury, wir brauchen ein Bitted Princess und eine Sinister Drone. Da machen wir erstmal die Sinister. Oder? Machen wir erstmal die Excited. Sollen wir die Excited aus? Okay. Energetic. Oh, komm, wir machen erstmal die Energetic. Ende. Ja, ich kann mich sehr gut entscheiden. Wir brauchen eine Cultivated Drone. Nee. Cultivated Drone vor allem. Cultivated Princess. Haben wir nicht mehr, das ist aber alles kein Problem. Weil die haben wir ziemlich schnell wieder fertig. Wir brauchen nur eine Rocky und eine Common Drone. Machen wir uns als allererstes mal. Tun wir jetzt hier die Rocky Princess rein und die Common Drone. Und wir können hier unten auswählen. Wir wollen eine Cultivated Drone. Gut, das dauert einen kleinen Moment. In der Zwischenzeit hole ich mal den Pierry und generell das Zeug. Und ich hätte, ich habe das schon rübergeholt, ich sehe schon kommen. Dann schmeiße ich jetzt hier noch mal Zeug nach. Die ist dann auch fertig, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Das habe ich. Die brauche ich gar nicht. Ich habe die. Habe ich wirklich schon eine Pille rübergebracht? Anscheinend. Ich meine, würde mich sagen, ich glaube, ich so eine Katastrophe werden, wenn ich die mal neu machen müsste. Ach, ich habe die ja schon hingestellt. Ja, professionelle Let's Player am Werk oder so ähnlich. Okay, wir brauchen dann hier eine Transport Pipe, dann da unten eine Redstone Engine. Den Trick habe ich mir mal hier beim lieben Tribulo abgeschaut. Oder er sagt, hat er mir damals mal gezeigt, als ich noch nicht so wirklich am Let's Play dabei war. So, Gras und Gras. Jeder mag Gras. Oh. Ja, falls ich nur noch welche Art von Gras. Wooden Extraction Pipe. Redstone Engine. Das dahin.
das dahin und das dahin. So. Wie sieht das hier aus? Die Cultivated Queen ist fertig. Dann brauchen wir aber nochmal gerade zwei Trüchen. Dann können wir sogar wirklich mal anschließen. Das wäre echt mal nicht schlecht. Ah, Holz haben wir aber doch, dann machen wir damit so. Ich glaube, Eisentruhen werden da, glaube ich, schon reichen. Können wir später immer noch upgraden zu Gold oder Dia oder was weiß ich. Ich werde mal schauen, dass ich dann mal später hier Industrial Perrys hinsetze. Weil die möchte ich euch später auch noch erklären, aber jetzt möchte ich die noch nicht machen, weil... Naja, obwohl so viel ist das eigentlich gar nicht. Okay, rot kommt anything und grün any bees. Grün ist any bees und blau anything. So, um das ganz kurz zu erklären. Die Biene, wenn die fertig ist, geht die hier raus. Wird auch noch rausgepumpt. Bienen gehen da rein, alles andere kommt hier rein. So, sollen die Bienen da drin dann zum Maximum gefüllt werden? Jetzt hat hier kein Boom. Ist er nicht im Radius? Das ist jetzt... Okay. Okay, alles kein Problem. Wir hatten ja mal einen Bierleiser. Betonung liegt auf Hatten mal. Hey, wo habe ich den hingepackt? Ja. Wir hatten mal einen Bierleiser. Hauptsache einen Kingslime-Schüssel haben wir. Alter, ich und meine Ordnung, das darf nicht wahr sein. Ich will das. Ja. Das ist jetzt doof. Dann fülle ich mal gerade hier nach. Oh, da muss ja recht viel, krass viel nachgefüllt werden. Okay, dann machen wir mir mal einen neuen Bierleiser. Carpenter hatten wir irgendwo stehen. Ja, diese Aussage ist wieder sehr professionell, ich weiß. Müsst ihr mir nicht sagen. Ich liebe das. Wieso wechselt das andauernd? Auto-Search, danke. Pack mal den Carpenter nochmal dazu. Und was brauchen wir für den Bierleiser? Hab's ja schon wieder vergessen. Zinn, Glaspane, Solidia und Redstone. 1, 2, 3, 4. Zinn. 1 Glaspane. Dia, Gott, ich bin so daneben. Und 2 Redstone. Das hat gerade wieder schon so komisch geleckt. Packen wir die mal dazu. Da 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 da.
Ja, schmeiß mal den Dia weg. Wir hatten ja genau die Armut, aber okay, schmeiß ihn weg. Alles kein Ding. Ich bliebe heute wieder. Dann bräuchte ich noch einen Wassereimer. Ich beile mich ja schon. Mach ich auch gerne. Oh ja. Ich hab dat. Ja, mal so echt nicht drauf. Ich hasse es. So, kriegen wir jetzt ein Bier leiser? Wow, Kelvonsin. Ich bin jetzt bei 15 Minuten. Ich schaue jetzt mal ganz schnell in den Bier leiser nach. Mit dem Bierleiser bei der Biene nach. Schauen wir mal ganz sauber und mal ganz schnell bei der Query. Ach, da tut's so gut zu wissen, dass keine Monster hier auftauchen. Ich weiß gar nicht, wieso ich damit so lange gewartet. Aber na gut. Ja, da kommt echt wieder einiges anderes los noch. Mittlerweile eine neue Statue? Nope. Nope. Firefox. Ja, ganz nett. Aber sonst noch was Schönes? Ne. Boah, die können auch mal wachsen, ne? Ich will den Pink Slime haben. Aber na gut, wo war ich jetzt dran? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah ja, ich war jetzt hier beim Bierleiser, der sollte jetzt fertig sein, jawohl. Nehmen wir uns mal hier einen Honigtropfen, wenn ich einen hätte. Freut mich richtig, dass die Biene jetzt arbeitet. Ich könnte vor Freude mich selbst in die Luft jagen. Machen wir nochmal hier was Laubwart weg. So. Jetzt sieht das schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, bevor ich noch einen totalen Kreislaufskollaps kriege. Wenn euch diese Folge gefallen tun haben, ich dann like. Wenn euch diese Folge gefallen tun haben, dann ich euch like. Alter, wie verballert bin ich denn in der Birne? Oh, das darf echt nicht wahr sein. Was ich sagen wollte, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss.